Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier über meine Adventure Map. Falls ihr gerade schon die Nachricht bekommen habt, ich hätte ein Video hochgeladen. Ja, das war auch der Fall. Ich hatte eigentlich alles aufgenommen, nur mein Mikro war nicht an. Ach Mann, das heißt, naja, wir machen es jetzt einfach nochmal. Ich meine, war ein gutes Training für mich immerhin. Gut, genau, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und letzte Mal waren wir ja in der grünen, im grünen Portal, in diesem Raum hier. Und ihr seht, der ist jetzt mittlerweile auch fertig. Ich werde ihn jetzt nicht nochmal spielen, weil der droppe ich einfach gerade nicht die Nerven, okay? Genau. Anschließend geht es nach dem Raum hier in einen zeitbeschränkten Parcours, einen kleinen. Die verschwinden danach einfach wieder. Das heißt, ihr müsst es innerhalb von der Zeit rüber schaffen. Und zu guter Letzt folgen noch ein paar Sprünge über dem kleinen Void. Ja, das war's auch schon dafür. Also, kein, aber fein. Kann man nicht meckern, ne? So, dann kommen wir jetzt zu. Machen wir mal zuerst die gelbe Tür. Because, was ich hier angefangen hatte. Seht ihr hier, ist ein bisschen von Genshin Impact inspiriert, falls ihr das Spiel kennt. Und zwar haben wir Wärmequellen hier. Und wenn ihr euch zu lange von einer Wärmequelle entfernt, dann geht hier der, wie sagen wir mal, der Frostfaktor, sag ich mal, hoch. Also, ja, wie lange ihr wartet, dann werdet ihr sehen, es fängt an zu schneien. Und je länger wir warten, desto mehr wird es auch gleich. Na komm. Noch ein paar Balken. Ich werde euch das ja mal kurz zeigen. So, jetzt wird noch ein bisschen mehr Schnee. Es wird immer kälter und kälter und ja, ihr seht bald nichts mehr. Und sobald dieser Rahmen gleich oben komplett voll ist, dann passiert Folgendes. Wir kriegen Frost Overlay, unsere Herzen werden blau und wir sterben fast. Deswegen schnell zu einer Wärmequelle. Und da geht's wieder runter. There we go. Genau. Die Mechanik hierfür. Das ist Orion's Room oder Orion's Room. Raum, sorry. Immer noch so im Englischen. Was genau mit hier passiert ist, warum der alles eingefroren hat, das weiß keiner. Vielleicht wissen wir es irgendwann, aber für jetzt wissen wir es nicht. So, wir gehen mal hier schnell wieder raus, bevor es hier uns wieder allzu kalt wird. Und gehen eigentlich in diesen Main Raum. Den ich euch eigentlich zeigen wollte, und zwar Sapphire. Sapphire war eine Art Alchemist von den Architekten und hat halt viel mit Tränken gemacht und so weiter und so fort. Und das werden wir gleich auch sehen, sobald wir sein Portal betreten. Und ihr werdet ja wahrscheinlich schon merken, es regnet und es ist dunkel. Und ja, hier sehen wir schon, er hat an irgendwas gearbeitet. Ich werde jetzt mal kurz sein Tagebuch durchlesen. Also, liebes Tagebuch, seitdem Erebus zu dem wurde, der er heute ist, habe ich versucht, einen Weg zu finden, um seine Kräfte, sag ich mal, aufzuhalten. Ich habe über eine Potion gelesen, welche fähig sein soll, die Fäh nee, oder sag mal, die Fähigkeiten von Redstone zu neutralisieren. Aber ich kann immer noch nicht die fehlende Zutat finden. Ich habe den Hebel für den Keller irgendwo in der Küche versteckt. Ich weiß nicht, warum ich das hier reinschreibe, aber naja. Ich habe diesen Ort so geformt, oder ich habe diesen Ort für Frieden geformt. Der Sound. Mein Gott, sorry Leute, falls die Übersetzung so kacke ist. Das Geräusch von Regen ist so entspannend, also habe ich es niemals enden gemacht. Deswegen auch der Regen. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich mache alles richtig.
dieser Reihenfolge. Zuerst das Feuer entzünden, danach Wasser hinzugeben, die Potion irgendwas hinzufügen, danach die Potion auf auch irgendwas, danach die Potion auf das und dann die Potion auf das. Hat dir fehlende Zutat. Was ist es? Ja. Er war anscheinend sehr wütend, dass er nicht wusste, was die fehlende Zutat ist. Und passend dazu gibt es hier. Gab es dazu eine Disc hiervon mit Sapphire's Message. Die geht ein paar Minuten. Ich würde sagen, lehnt euch zurück und ja, lauscht. Für die Leute, die natürlich jetzt kein Englisch können, für die wird das Nonsens sein, aber ich erkläre es danach nochmal auf Deutsch. Also, here we go. Anyone listening, whoever you may be, if you are hearing this, then it means we lost against Erebus, and his corruption has become too strong. For now, I'm working on a solution that should be able to dilute the power of the Redstone. But I don't know if I can finish it in time. I am unsure what's missing. It doesn't work! Yes, we need to fight without it. I need to meet up with the others. I managed to escape. Erebus, he was so powerful. Like, how is that even possible? Possible? The others, they're in prison now. When Erebus attacked me, I had a vision. It was the future. A hero would come to these lands and defeat him. But I need to find a way to survive till then. A long time has passed. I don't know what happened to Orion's room, but it's become fully frozen and dangerous. If someone stays too long in the cold, will die. I'm not as powerful as Erebus. I can't extend my life like he did. But I found a different way. I can transfer my mind into an object. Meaning, I will be able to survive until the hero finds me. Erebus must have done something to me. Because no matter what I try or do, I'm unable to get out of these minds. Like, I'm banished down here. It seems like I'm banished down here. For now, I must find an object to transfer me onto. I remember seeing a skeleton near the cave entrance. I must prolong myself. Meaning, this is my last entry. Ja, auf jeden Fall, Sapphire hat es aufgenommen, kurz nachdem, oder kurz bevor sie gegen Erebus gekämpft haben und auch danach. Und zwar, ja, wollte er natürlich diese Potion machen, um Erebus aufzuhalten, beziehungsweise sie im Kampf zu unterstützen. Jedoch hat es nicht funktioniert und er wurde ein bisschen wütend. Also haben sie es ohne die Potion versucht. Jedoch hat das nicht funktioniert. Die anderen wurden gefangen und er konnte entkommen. Jedoch, als er gegen Erebus gekämpft hat, hat er eine Vision bekommen, und zwar von der Zukunft, wo wir, der Spieler, also der Held, diese Welt von Erebus befreien. Und deswegen hat er sich so gedacht, ja, okay, ich habe jetzt nicht die Macht, mich niemals altern zu machen, so wie Erebus es gemacht hat, sondern er hat einen anderen Weg gefunden, und zwar einfach sich auf seinen Geist auf ein Objekt zu manifestieren. Ja, das hat er dann schlussendlich am Ende noch gemacht, und hat natürlich noch erwähnt, dass Orion's Room komplett zugefroren ist, aus irgendeinem Grund. Er war natürlich alleine hier, die anderen alle nicht mehr da. Also ja, genau. So, und wir als Spieler sind jetzt natürlich hier und werden natürlich das Rätsel lösen. So, er hat gesagt in seinem Buch,
hier müsste irgendwo ein Hebel sein und da ist er auch. Damit öffnen wir den Keller. So, im Keller, finden wir Folgendes vor. Ein Kessel, ein Bild mit all den Crafting-Rezepten aus Minecraft und ganz viele Barrels, wo ganz viel Stuff drin ist. Das hier müsste eigentlich zu sein, also ignoriert das mal ganz kurz. Das ist noch von vorhin, weil ich da ob ich das schon aufgenommen hatte, aber ja. So. Genau. Normalerweise fangt ihr jetzt damit an. Ihr würdet hier das Feuerzeug nehmen, würdet dann den Kessel anzünden, so wie es im Buch steht. Das spawnt dann hier einen kleinen Löffel drin. Dann holt ihr euch einen Eimer. Immer der Eimer ist da. Nehmt euch hier ein bisschen Wasser. Ach so, ja, das muss natürlich ein spezieller Eimer sein. Das kann natürlich einfach nur ein Eimer sein. So. Dann gebt ihr den hier rein. Und es fängt an zu kochen. So, und jetzt möchte der von euch, dass ihr verschiedene Tränke braut und die hier reinwerft. Da spare ich euch jetzt mal ganz kurz. Das heißt, wir geben jetzt mal ganz kurz hier einen Heiltrank. Bam. Dann wird einmal umgerührt, die Suppe. Dann möchtet ihr gerne einen Instant Damage Trank. Ich weiß gar nicht, was das auf Englisch heißt. Auf Deutsch heißt. Instant Damage, also Schadenspotion, glaube ich, ne? Genau, dann möchtet ihr noch eine Schwäche Potion. Geben wir den natürlich auch. Das sind dann diese ganzen Potions, die im Buch, sag ich mal, so verschlüsselt waren. Und er möchte gerne eine Regenerationspotion haben. Die geben wir natürlich auch, sobald er fertig ist mit dem Umrühren. So. Und jetzt, die Zutat, die Zephyr ja nicht rausfinden konnte. Ja, wenn wir jetzt mal überlegen, okay, in dem Trank ist Schwäche, Stärke, Regeneration und Schaden drin. Okay, also irgendwas, was auf jeden Fall einen Effekt, irgendwas Effektives halt. So, jetzt brauchen wir eine Zutat, die gegen Redstone wirken soll. Ja, was wirken gegen Redstone? Natürlich Wasser. Ja, aber natürlich schmeißen wir jetzt ja kein Wassereimer rein, das wäre ja komplett, ne? Wir brauchen etwas, das Wasser repräsentiert. Und was wäre dafür besser als etwas, was mit Wasser zu tun hat? Zephyr hat natürlich nie herausgefunden, dass hinter, also er hat es natürlich auch mit erschaffen, aber er konnte es dann nicht kontrollieren, dass hinter seiner kleinen Höhle hier einfach etwas ist, ja, das sich mit erschaffen hat, warum auch immer. Und hierin würdet ihr dann rein theoretisch das Heart of the Sea finden. Das Herz des Seeres, genau. Das Herz des Meeres. So, das repräsentiert das Wasser und deswegen, ja, ist das die fehlende Zutat. So, wenn wir sie jetzt fertig haben, haben wir sie hier drin. Das Ding wird komplett zu Redstone und davon die Anti-Redstone-Potion. Neutralisiert Redstone 8 Minuten lang. Bitte benutzt es gegen Erebus und nicht an euch selbst, weil wir wissen ja nicht, wie die Spieler, die diese Map spielen, drauf sind. Wenn sie es an sich selbst benutzen, tja, haben sie Pech gehabt, dann können sie die Potion nicht mehr im Kampf benutzen. Dann wird der Kampf halt schwerer. Aber naja. Genau. Wenn ihr es gemacht habt, seht ihr auch, verschwindet jetzt hier das Gitter. Ihr würdet das Knöpfchen drücken. Ihr kriegt den Teil, ein Part von dieser Welt. Also ein Schild dieses Mal. Das dann an eure Redstone-Rüstung angepasst wird. Und natürlich würdet ihr von Skelly wieder einen Dialog hören. Und ja, vielleicht habt ihr es ja schon rausgefunden. Skelly und Zephyr haben dieselbe Stimme. Und das ist so, weil es nur dieselbe Person ist. Und zwar hat Zephyr am Ende ja gesagt, er wird sich auf ein Objekt manifestieren und hat von einem Skelett am Eingang der Mine geredet. Und wen haben wir am Eingang der Mine gefunden? Als Skelett? Natürlich Skelly. Ja, und so schließt sich der Kreis. Skelly wollte es euch natürlich nicht sagen, deswegen, er hatte auch alle Schlüssel, klar, weil er war als letztes hier, ne? Und das wird noch ein lustiges Nachspiel haben im Kampf in der Oberwelt. Aber naja. Und jetzt noch ein kleiner Fakt, und zwar der Regen und was er alles ist, das ist künstlich gemacht. Und zwar sind wir immer noch unter der Erde, und ihr habt es kurz gesehen, hier waren Seelaternen. Wir sind einfach Wasserpartikel, Sound und ja, wird alles hier unter geregelt. Aber ich finde, das macht so eine schöne Atmosphäre aus und ich könnte hier Stunden in diesem Raum bleiben. Aber ja, das war's.
für diesen Raum. Klein, aber fein, bisschen was mit Tränke brauen. So kann man Minecraft auch mal wieder ein bisschen lernen. Ja, ich meine, wer braucht schon Tränke, ne? Das ist schon... Naja. Aber, ja. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder, wenn es wieder mehr Updates gibt. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.